Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu hier bist, jeden Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Belisarian und versuche ihren Look nachzuschminken. Also falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gern meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Nach diesen ganzen furchtbar gewalttätigen Fällen ist es wohl mal an der Zeit für etwas anderes. Das hatten sich auch ein paar gewünscht, also passt es ganz gut. Immer diese Mordfälle sind ja auch ganz schön belastend. Ich meine, heute sterben auch Leute und das ist auch furchtbar. Ich meine, sie werden vermisst, manche werden gefunden, aber sie verschwinden einfach. Na, schauen wir mal, wie uns das gefällt. Heute sprechen wir über ein paar Leute, die vom Erdboden einfach verschluckt wurden. Manche wurden gefunden, andere nicht. Ich finde das immer sehr mysteriös und verwirrend, weil was ist mit diesen Leuten passiert? Ich weiß es nicht. Der erste mysteriöse Fall ist eine Geschichte. Denn manche behaupten, dass dieser Fall nicht echt ist, andere sagen, oh doch, der ist tatsächlich genauso passiert. Also entscheide am besten selbst, ob du es glaubst oder nicht. Im ersten Fall geht es um den kleinen Jungen Lost Boy Larry, also verschwundener Junge Larry. Am 7. August 1973 bekam Radiosender eine komische Nachricht über eine Frequenz herein, die sich wie ein kleiner Junge anhörte, der sie um Hilfe bat. Laut der Mitarbeiter weinte dieser Junge sehr, sehr doll und man konnte kaum verstehen, was er eigentlich sagen wollte. Außerdem schien die Verbindung auch nicht so gut zu sein. Dazu das Weinen und das Schluchzen, es war wirklich schwer, irgendwas aus dem Jungen herauszubekommen. Außerdem brach immer wieder die Verbindung ab. Tausende Menschen hörten den kleinen Larry über das Radio weinen. Er sagte, sein Name sei Larry und er sei mit seinem Vater rausgefahren für die Hasenjagd nach New Mexico. Doch sie hätten einen Verkehrsunfall gehabt, das Auto sei ins Schleudern gekommen und sie seien nun zwischen zwei Felswänden eingeklemmt. Der kleine Junge, erst 7 Jahre alt, klang völlig verängstigt. Er befürchtete, dass sein Vater einen Herzinfarkt hatte, als das Auto sich überschlug. Vielleicht sei er auch schon tot, denn seit dem Überschlag hatte sein Vater, der schon über dem Lenkrad hing, sich nicht mehr bewegt. Der kleine Larry hatte kein Trinken dabei, kein Essen. Er wusste nicht, wo er war. Er konnte nicht aus dem Auto raus, weil alle Türen waren blockiert von den Felswänden. Und vielleicht war sein Vater bereits tot. Er benutzte das Radio und die Funkanlage im Auto seines Vaters, um vielleicht Hilfe zu bekommen, in der Hoffnung, irgendjemanden zu erreichen. Er hatte auch keinen Anhaltspunkt, den er beschreiben konnte, um zu sagen, wo genau er sich befinden würde. Die Kommunikation ging über mehrere Tage. Und mehrere Radiosender in New Mexico und Kalifornien empfingen den kleinen Larry, aber auch Teile von Wyoming und sogar Teile von Kanada. Es gab also sehr viele Menschen, die beschworen, den kleinen Larry im Radio gehört zu haben. Die meisten von ihnen konnten allerdings nicht hören, was er sagte. Nicht nur wegen dem Weinen, sondern es hörte sich so an, als würde er ständig den Sender wechseln, in der Hoffnung, noch mehr Menschen zu erreichen. Oder er wusste einfach nicht, wie er mit der Funkanlage umgehen musste. Oder er hat einfach Panik gehabt. Nicht hilfreich waren verschiedene Betreiber da draußen, also Funker, die mit ihrem LKW unterwegs waren, die die Hilferufe des kleinen Larrys nachahmten. Wie einen schlechten, geschmacklosen Scherz. Sie machten sich über den kleinen Jungen lustig, sie fingen an zu weinen, sie sagten, sie seien Larry. Sie dachten sich nämlich, bei dem kleinen Larry handelt es sich um jemanden, der sie alle verarscht und deshalb machten sie sich über ihn lustig. Niemand wusste, ob es echt oder ein Fake ist. Viele gingen auch zur Polizei und meldeten diesen kleinen Jungen, der unbedingt Hilfe brauchte. Denn sie glaubten, da draußen in der Wildnis ist ein kleiner Junge, eingesperrt in einem Auto, ohne Essen, ohne Trinken, vielleicht mit einem toten Vater neben ihm und dabei langsam zu sterben. Es wurden Sucheinheiten aufgestellt. Mehrere hundert Leute halfen bei der Bodensuche, aber auch Privatflugzeuge und auch welche vom Militär übernahmen die Luftabdeckung, also die Luftsuche, ob sie von oben irgendwas finden konnten. Aber niemand fand etwas. Niemand fand einen weiß-roten Truck. Sie suchten alle möglichen Stellen ab, von wo diese Hilferufe her hätten stammen können. Nichts. Ein Radiosender hörte allerdings Larry, der meinte, dass er Suchscheinwerfer von einem Flugzeug sehen würde. Zu dieser Zeit befanden sich Suchflugzeuge auf der Suche nach Larry in Manzano. Manzano? Egal. In diesem Gebiet. Sie fanden keine Hinweise auf einen weiß-roten Truck, so wie er von Larry halt beschrieben wurde. Und es gab auch keine weiteren Hinweise zu Larry selber. Kurz danach brach die Verbindung zu Larry komplett ab. Die Übertragung wurde immer schlechter und undeutlicher.
so als würde nun auch die Batterie vom Auto den Geist aufgeben. Noch nach dem Abbruch waren mehrere Sucheinheiten da draußen unterwegs, um nach Larry zu suchen, in der Hoffnung auch noch ein kleineres Funksignal aufzugreifen, aber sie hörten nur noch Stille. Befürchtung der Polizei und der Mitsuchenden, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelte, also dass sich da einer einen fiesen Scherz erlaubt hat, stieg. Sie suchten ja am Boden und von der Luft, aber sie fanden gar nichts. Außerdem wurde in der ganzen Zeit kein Kind mit dem Namen Larry als vermisst gemeldet. Und es meldete auch niemand einen Vater und seinen Sohn, egal welchen Namen, sie hätten jeden berücksichtigt, als vermisst. Offizielle Stellen beschlossen, okay, das ist eine Falschmeldung, dem werden wir nicht weiter nachgehen. Und so gaben sie es auch an die Öffentlichkeit weiter. Aber es meldeten sich immer wieder Leute, die sagten, nein, das kann keine Falschmeldung sein. Ich habe persönlich mit Larry gesprochen. Der ist da draußen und braucht unsere Hilfe. Es gab auch einen Army Sergeant, der sagte, ey, ich habe direkt mit Larry gesprochen. Ich habe mit ihm über 3 Stunden gesprochen. Und zwar am 12. August. 5 Tage seit der ersten Meldung von Larry. Und er glaubte, dass dieser Junge wirklich in Schwierigkeiten stecken würde. Und natürlich würde sich jetzt keiner hinstellen und sagen, it's a prank, Leute, ich habe euch alle verarscht. Wie konntet ihr denn darauf reinfallen? Es war ja wohl klar, dass ich das war und euch alle hops genommen habe. Ich meine, derjenige, der würde echt in Schwierigkeiten stecken. Und dabei wären die ganzen Kosten für die Sucheinheiten noch das geringste Problem. Denn er hat ganz viele Menschen dazu gebracht, nach diesem kleinen Jungen zu suchen, den es gar nicht gab. Falls es so ist. Aber was, wenn jemand sagen würde, ey Leute, es war damals so und so. Ich meine, Menschen können ganz schlecht Geheimnisse für sich behalten. Und irgendjemand erfährt eh immer was davon. Aber es gab niemanden, der in über 40 Jahren auch nur irgendwas dazu gesagt hat. Lost Boy Larry, war alles nur ein widerlicher Scherz? Oder starb wirklich da draußen einsam und alleine ein kleiner Junge? Der Fall ist immer noch ungelöst. Und da die offiziellen Stellen ihn auch als Falschmeldung abgetan haben, wird sich daran auch nichts ändern, bis irgendjemand nach vorne tritt und sagt, übrigens, das war ein Scherz. Meine Gedanken zu diesem Fall. Also dieser Army Sergeant, der hat also 3 Stunden mit Larry gesprochen und hat keine weiteren Informationen aus ihm rausbekommen. Sein Nachname, wie sein Vater heißt, wo er wohnt, die Straße vielleicht oder vielleicht auch der Ort. Gar nichts? Das ist irgendwie verdächtig, oder? Außerdem, Larry war da eingesperrt, ohne Essen und Trinken, über 5 Tage. Und hat das überlebt? Also, bis der Kontakt abbrach. Und auch eine Autobatterie. Ich bin kein Profi, aber hält die über 5 Tage, wenn man die ganze Zeit das Funkgerät benutzt? Und hat so eine Funkanlage wirklich so eine Reichweite, dass man über New Mexico fast ganz Kalifornien abdeckt, Teile von Wyoming und dann noch bis nach Kanada? Ich persönlich glaube, das war ein kranker, geistesgestörter Scherz. Die beiden wurden nie als vermisst gemeldet. Es suchte niemand nach ihnen. Und auch in über 40 Jahren hat niemand diesen weiß-roten Truck in der Wildnis in New Mexico gefunden. Lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr beeinflusst. Glaubst du, es gab ihn wirklich oder irgendein widerlicher, kranker Scherz? Der Fall von Larry schließt sich allerdings an eine ganze Reihe von mysteriösen Anrufen von Menschen, die als vermisst gemeldet wurden. Larry könnte echt oder fake sein, aber die nachfolgenden sind wirklich, wirklich echte Menschen, die einfach verschwunden sind, ohne Zweifel. Ein ziemlich bekannter Fall ist der merkwürdige Anruf des 19-jährigen Studenten Brandon Swanson. Am 14. Mai 2008 war Brandon unterwegs mit ein paar Freunden Party machen in seiner Universität in Minnesota. Erinnert ihr euch daran noch? Freunde treffen, was trinken, feiern, Spaß haben, Party machen, ja? Das waren noch Zeiten. Na, wie dem auch sei, es geht jetzt nicht um uns. Brandon hatte Spaß, auch ohne Alkohol zu trinken. Aber irgendwann wollte er dann auch nach Hause. Es war so gegen Mitternacht. Auf dem Heimweg hatte er einen Autounfall, also einen kleinen Autounfall. Er ist irgendwie von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Es war spät in der Nacht und sein Auto landete nun in diesem Graben. Er stieg aus und versuchte, sein Auto irgendwie aus diesem Graben herauszuziehen, also mehr zu schieben. Aber es klappte nicht. Danach rief er seine Eltern an und erzählte ihnen, ich bin irgendwie von der Straße abgekommen, ich bin jetzt gerade hier und da. Könntet ihr mich abholen, vielleicht die Karre aus dem Dreck ziehen und wir können dann nach Hause fahren? Ich komme hier alleine nicht weg.
Seine Eltern sagten natürlich, wir machen uns gleich auf den Weg und holen dich ab. Er sagte, dass er sich in der Nähe von der kleinen Stadt Lind befinden würde und dort am Auto auf sie warten würde. Doch als seine Eltern an der beschriebenen Stelle ankamen, war Brandon nicht da. Seine Eltern waren natürlich verwirrt und sie riefen ihn an und sagten, wir sind jetzt hier an der Stelle. Wo bist du? Kannst du uns bitte ganz genau erklären, wo du jetzt bist? Sie beschlossen, dass sie gegenseitig die Lichthupe betätigen würden, damit sie sich besser sehen können. Und sie fragten dann ihren Sohn, kannst du uns sehen? Und er sagte, nein, könnt ihr mich sehen? Nein, konnten sie nicht. Seine Eltern fuhrten los und betätigten immer wieder die Lichthupe. Das ging 45 Minuten lang so. Die ganze Zeit mit Brandon am Telefon. Jeder von ihnen kannte diese Strecke sehr gut. Immerhin war das auch der Weg von Brandon zu seiner Universität. Also es war die Strecke von seiner Universität zu ihm nach Hause. Nach diesen 45 Minuten sagte Brandon, okay, also ich gehe jetzt nach Lind. Ich bin ja in der Nähe von Lind. Ich gehe da jetzt hin und übernachte einfach bei einem Freund. Niemand von ihnen konnte verstehen, warum sie sich nicht finden konnten. Seine Eltern blieben bei ihm am Telefon und sie hörten Brandon, der meinte, oh, ich kann schon die Lichter der Stadt sehen. Außerdem würde er einen Wasserlauf hören und würde gerade an einem Zaun vorbeigehen. Dann hörten sie, wie Brandon sagte, oh shit. Wobei es war mehr, oh shit! Und dann wurde aufgelegt. Seine Eltern versuchten ihn noch mehrere Dutzend Male anzurufen und es klingelte, aber er ging nicht ran. Sie gingen dann zur Polizei, um ihren Sohn als vermisst zu melden. Ein Polizist sagte, gute Frau, ihr Sohn ist alt genug, er hat das Recht, vermisst zu sein. Als Brandon dann immer noch nicht auftauchte, suchten sie mit mehreren hundert Freiwilligen, aber auch Spürhunden, nach Brandon. Die Polizei ortete sein Handy und so fand man 40 Meilen entfernt von der Stelle, wo Brandon angab zu sein, sein Auto. Brandon kannte sich in der Gegend aber, wie gesagt, sehr gut aus. Wieso hatte er sich so verirren können? 40 Meilen. Einige vermuteten ein Fremdverschulden, also eine Fremdeinwirkung. Andere sagten, dass er vielleicht einfach nur abhauen wollte. Aber im Auto gab es dazu gar keine Spuren. Im Auto fanden sie seine restlichen Wertsachen. Es fehlte nichts. Die Suche nach Brandon hielt 4 Monate an. Sie durchsuchten dabei 150 Quadratkilometer, ohne auch nur einen Hinweis auf Brandon zu bekommen. Es gibt dazu natürlich ein Haufen Theorien, was mit Brandon passiert sein könnte. Es gab ja nun diesen Fluss in der Nähe und einige vermuteten, dass Brandon in diesen Fluss gefallen sei. Er hörte ja nun dieses Wasser und sagte, oh, ich höre einen Wasserlauf. Kurz danach kam dieses, oh shit. Also hätte es sein können, dass er ausgerutscht sei, in den Fluss gefallen ist und davongeschwemmt wurde. Man durchsuchte auch diesen Fluss, aber man fand nichts. Andere vermuteten eine Fremdeinwirkung, dass sich vielleicht jemand in der Dunkelheit versteckt hielt, ihm aufgelauert hätte, ihn von hinten gepackt hätte, dann hätte er gesagt, oh shit, und er wäre entführt worden. Was aber für die Ermittler als auch für die Familie sehr wichtig war, ist die Tatsache, dass das Handy aufgelegt wurde und nicht eine unterbrochene Leitung war oder es ihm aus der Hand gefallen ist und man dann noch Geräusche hörte. Es wurde aufgelegt. Nicht erst noch Gerummel oder andere Geräusche, sondern oh shit. Aufgelegt. Das war ein wichtiges Detail. Sagen wir mal, du fällst jetzt in einen Fluss. Oh shit. Da denkst du ja nicht, ich muss erst noch den Anruf beenden. Das wird nicht dein erster Gedanke sein. Oder wenn dich jemand von hinten packt, dann denkst du ja auch nicht, oh shit, lass mich erst noch meinen Anruf beenden, okay? Okay. Du würdest wahrscheinlich schreien und sagen, da hat mich jemand gepackt, Hilfe, schick mir Hilfe. Irgendwie sowas. Oder dir würde das Handy aus der Hand fallen. Ebenso, wenn du in den Fluss fällst. Aber es wurde aufgelegt. Und kleine Details wie dieses können einen riesen Unterschied machen. Eine weitere wichtige Sache, seine Eltern versuchten ihn ja nun die ganze Zeit immer und immer wieder anzurufen. Und es klingelte und klingelte und klingelte, bis irgendwann die Mailbox dran ging. Das heißt, dass das Telefon noch funktionierte und auch noch eingeschalten war. Wenn ein Handy kaputt ist oder aus ist, dann wird es direkt zur Mailbox weitergeleitet. Oder wenn es angeschlagen ist, dann klingelt es vielleicht noch 2 Mal und geht dann zur Mailbox. Aber es klingelte und klingelte und klingelte. Sie suchten nach Brandon jahrelang und konnten nicht herausfinden, was mit ihm passiert ist. Bis zum heutigen Tag wurde Brandon nicht gefunden. Und noch immer fragen sich sehr viele Menschen, was ist mit Brandon passiert und waren oh shit seine letzten Worte. Es ist so verwirrend und erstaunlich, wie Menschen einfach so verschwinden können. Die Tatsache, dass obwohl er sich sehr gut auskannte und nichts getrunken hatte, also seine Freunde sagten, er hatte nichts getrunken, dass er sich so verirren konnte.
Ein anderer seltsamer Fall ist der Fall von dem 24-jährigen William Hurley. William stammte ursprünglich aus North Carolina, zog aber nach Quincy in Massachusetts. Es tut mir leid, wenn ich was falsch ausspreche, ist wahrscheinlich. Gefühlt in jedem Video gibt es etwas, was ich nicht richtig betonen oder aussprechen kann. Massachusetts. Krieg's nicht. Es tut mir leid. Es ist ein Fluch. William zog nach Quincy zu seiner Freundin Claire. Am 8. Oktober 2009 wurde er von einem Kumpel zu einem Hockeyspiel eingeladen. Und er war echt aufgeregt, denn es war sein erstes Hockeyspiel. Er hatte sich vorher noch nie ein Hockeyspiel live angeguckt. Und er hatte ja auch noch nicht so viele Freunde. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in eine neue Stadt zieht, warum auch immer. Dann ist es nicht so einfach, neue Leute kennenzulernen. Und er freute sich einerseits auf dieses Hockeyspiel, andererseits aber auch, weil er durch seinen Kumpel noch andere Leute kennenlernen konnte. Nach der ersten Halbzeit bemerkte William allerdings, dass er ganz schön müde war, dass er doch nicht mehr so fit war, wie er eigentlich dachte, dass er vielleicht auch vom Arbeitstag ganz schön geschlaucht ist und er beschloss zu gehen. Eigentlich hatte er sich ja sehr gefreut und war aufgeregt und er hatte auch wirklich Spaß gehabt. Und normalerweise überwiegt die Aufregung und die Freude über die Müdigkeit. Sein Kumpel fand es merkwürdig, aber er sagte, okay, dann geh nach Hause und wir sehen uns dann. Als er das Stadion verließ, rief er seine Freundin Claire an, damit sie ihn abholt. Und sie sagte, klar, wo bist du? Und William sagte, ich bin mir nicht so 100% sicher, wo ich bin. Ich meine, er war ja neu in der Stadt. Aber als William sagte, ich bin mir nicht so 100% sicher, wo ich hier gerade bin, hörte man eine Männerstimme aus dem Hintergrund, die sagte, du bist an der 99. Nashua Street. Claire hörte das und William bedankte sich bei dem Typen so, ey, danke Mann. Und dann meinte er zu Claire, ja gut, ich glaube, ich bin an der 99. Nashua Street. Und Claire sagte, okay, ich bin gleich da. Ich bin quasi um die Ecke und brauche nur ein paar Sekunden bis zu dir. William sagte, dass sein Handy nur noch 1% Akku hätte und gleich sterben würde. Und dass er genau dort, wo er jetzt war, auf sie warten würde. Claire war wirklich nur um die Ecke und sie brauchte weniger als eine Minute zu dieser Nashua Street. Doch als sie dort ankam, sah sie ihn nicht. Sie hielt Ausschau nach ihm, aber sie konnte ihn einfach nicht entdecken. Aber er hatte doch gesagt, dass er hier genau auf sie warten würde. Vielleicht hatte sie sich verhört und sie fuhr noch ein paar Kreise und hielt noch weiter Ausschau nach ihrem Freund, aber sie konnte ihn einfach nicht finden. Und das ist so verrückt. Sie hatten gerade noch gesprochen, sie war wirklich um die Ecke. Vor einer Minute haben sie noch miteinander telefoniert und jetzt war er verschwunden. Sie waren ganz nah beieinander. Sie fuhr noch eine Weile rum, aber konnte ihn halt nicht finden. Sie dachte, vielleicht ist er ja wieder zurück ins Stadion gegangen oder was auch immer, aber den Weg zum Apartment, den würde er auf jeden Fall finden. Aber er war nicht im Apartment und er kam nie wieder nach Hause. Sie ging zur Polizei und erzählte, was passiert war. Und da gab es jetzt nicht so viel zu erzählen. Er ist neu in der Stadt, er war um die Ecke, ich sollte ihn abholen. Ich war nur eine Minute von ihm entfernt und er ist verschwunden. Die Polizei durchsuchte aber trotzdem die Gegend, das finde ich ziemlich cool, und machten dabei eine erschreckende Entdeckung. Sie fanden nämlich Williams Handy, was total zerstört war. Es war so ein Klapphandy von damals, ich glaube von LG gab es die ja. Es wurde in zwei Teile zerbrochen und auf dem Boden zerschmettert. Das Display war total zerstört und es fehlten sogar ein paar Tasten. Es war also in keinem guten Zustand. Die Ermittler untersuchten aber auch, unter welchem Umstand das Handy in so einen Zustand geraten könnte. Aber egal wie sie es auf den Boden geworfen haben, es zerbrach nicht in zwei Teile. Dass William dieses Handy gehörte, konnten sie nur anhand der Seriennummer, die sich im Inneren des Handys befand, herausfinden. Ansonsten fanden sie leider nichts, keine Spuren, keine Hinweise. Wo war William? Sie hielten sich in diesem Fall auch ziemlich bedeckt, weil sie auch keine Hinweise hatten. Am 14. Oktober fanden sie Williams toten Körper im Charles River. Er war nur 25 Fuß von dem Treffpunkt entfernt. Sie fanden bei ihm auch seine Brieftasche, noch mit seinem ganzen Geld. Es gab keine Spuren von Fremdeinwirkung in oder an seinem Körper. Sie sagten außerdem, dass der Körper erst ein paar Tage in diesem Wasser hätte liegen können. Er wurde jetzt seit 6 Tagen vermisst. Ein paar sind 2. Ein paar Tage könnten also sowohl 2 als auch 6 sein. Bei der Autopsie konnten sie keine Todesursache feststellen. Sie einigten sich zwar auf die Todesursache Ertrinken, konnten aber in seinen Lungen kein Wasser finden. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie ist William in dieses Gewässer gekommen? Es gibt Theorien, die ich glaube auch von offiziellen Ermittlern aufgestellt wurde. Und zwar gab es Ermittler, die behaupteten, dass der Tod von William dem Smiley-Face-Mörder zuzuschreiben ist. Auf seinem Handy fanden sie auch eine Nachricht von William an Claire, in der schrieb er, dass er sich
unglaublich über jemanden aufregte, der im Stadion neben ihm saß. Im Großen und Ganzen ist der Smiley-Face-Mörder mehrere Mörder, die junge Männer, Studenten umbringen ohne Anzeichen von Fremdeinwirkung und ihre Opfer hinterlassen sie in Gewässern. Dazu hinterlassen sie am Ablageort immer einen Smiley. An diesem Ablageort fand man aber kein Smiley-Gesicht. Bei der Autopsie machten sie natürlich eine innere und äußere Untersuchung, aber sie veranlassten auch einen toxikologischen Test. Dieser dauerte ein bisschen länger. Aber sie fanden in seinem Blut Rückstände von einer Vergewaltigungsdroge, also sowas wie K.O.-Tropfen. Die Theorie zum Ablauf ist also folgende. Sie wussten ja, dass William in diesem Stadion saß, neben seinem Kumpel. Und auf der anderen Seite dieser Typ, der ihm so mächtig auf die Eier ging. Dieser Typ hätte ihm dann wahrscheinlich K.O.-Tropfen oder eine andere Vergewaltigungsdroge in sein Bier getan. Eine gute Erklärung dafür, warum er sich auf einmal so komisch fühlte und auch müde wurde. Die Theorie ist, dass dieser Typ, der neben ihm saß, ihm was ins Getränk getan hat und ihn, als William dann meinte, ich fühle mich nicht so gut, ich bin müde, ich fahre jetzt nach Hause, ihm nach draußen gefolgt ist. Und als William Claire anrief und nicht wusste, wo er war, vielleicht lag es daran, dass er neu in der Stadt war. Vielleicht lag es aber auch an dieser Desorientierung durch diese Vergewaltigungsdroge. Und dieser Typ, der hinter ihm war und ihm sagte, du bist hier und dort, vielleicht war er gar nicht in dieser Gegend. Vielleicht nannte der Typ absichtlich eine falsche Adresse, also das Stadion hat ja auch mehrere Ausgänge. Vielleicht sagte der Typ einfach, du bist hier, dabei war er hier, damit Claire nicht sofort da wäre. Sein Handy wurde auch an einer anderen Stelle gefunden, also ist es möglich, dass der Typ ihm eine falsche Adresse gesagt hatte. Als William dann fertig war mit Telefonieren, hätte der andere Typ ihm das Telefon aus der Hand gerissen, es zerbrochen und auf den Boden zerschmettert. Sich William geschnappt, sonst was mit ihm angestellt und ihn dann in den See warf. Ich meine, das ist nur eine Theorie, aber eine verdammt gute Theorie. Es könnte wirklich so gewesen sein. Der Fall wird noch immer untersucht und ob der Smiley-Face-Killer irgendwas damit zu tun hat, ist nicht ganz sicher. Ich hoffe wirklich, man findet irgendwann heraus, was mit William passiert ist. Sie waren so nah beieinander und einfach weg. Eine weitere Geschichte. Ein weiterer mysteriöser Vermisstenfall mit komischen Telefonanrufen. Todd Gabe war 22 Jahre alt und am 12. Juni 2015 nahm er an einer Lagerfeuerparty teil in Casnovia in Michigan. Er lebte zusammen mit seinem Cousin in einer Wohnung und die beiden lebten auch gar nicht so weit, vielleicht anderthalb Meilen von dieser geplanten Party entfernt. Es waren ungefähr 50 Leute bei diesem Lagerfeuer oder bei dieser Party. Alle feierten, hatten Spaß. Doch irgendwann fing ein Streit an und es kam auch zu einem Kampf. Es ist nicht klar, ob Todd an diesem Streit oder an dem Kampf beteiligt war. Aber ungefähr zu dieser Zeit verabschiedete er sich von seinen Freunden. Die Schlägerei war auf jeden Fall ein Partykiller und er hatte einfach keinen Bock mehr zu bleiben. Todd erzählte allen, bei denen er sich verabschiedete, dass er nach Hause laufen würde, da die Person, die ihn eigentlich fahren sollte, noch bleiben wollte. Und Todd sagte, okay, ich laufe eben nach Hause. Nein, wer zusammenkommt, der geht auch zusammen. Also das ist nicht cool. Wenn ihr irgendwo zusammen hinfahrt, dann fahrt auch wieder zurück nach Hause. Oder wenn du der Fahrer bist, dann fahr die Leute heim und fahr dann wieder zurück, wenn du noch ein bisschen feiern möchtest. Okay, es war nur anderthalb Meilen Fußweg, es war eine gerade Straße, also immer der Nase nach. Es machte sich auch keiner Sorgen um Todd, ihm wird's schon gut gehen. Zwischen 0.47 Uhr und 0.57 Uhr machte Todd allerdings ein paar seltsame Telefonanrufe. Er rief bei dem Freund oder der Freundin an, ich bin mir nicht sicher, ob es Männchen oder Weibchen ist, keine Ahnung. Er rief auf jeden Fall bei der Person an, die ihn nach Hause fahren sollte. Er sagte sowas wie, ich hab genug und legte auf. In einem anderen Anruf sagte er, ich bin auf einem Feld und legte auf. Die Person rief dann Todd zurück, es klingelte ein paar Mal und dann hörte sie vielleicht Todd, vielleicht aber auch jemand anderen, der das Telefon abnahm und daraufhin folgte ein schweres Atmen oder vielleicht Wind, der ins Telefon blies, bevor der Anruf schließlich wieder beendet wurde. Laut der Polizei wurde das Telefon nach diesem Anruf nie wieder benutzt. Er kam nicht zu Hause an, aber er kam auch nicht zurück zu der Party und die Leute machten sich nun doch Sorgen um ihn. Was ist mit ihm geschehen? Man ging zur Polizei und es gab eine riesige Suchaktion. 1500 Polizisten, aber auch Freiwillige, halfen bei der Suche nach Todd. Auch ein Flugzeug half bei der Suche. Sie durchsuchten die Gegend dreimal und konnten nichts finden. Gar nichts.
Das Flugzeug überflog großzügig die Straße, auf der Todd hätte nach Hause gehen müssen. Am 2. Juli, 21 Tage nach seinem Verschwinden, wurde Todds Körper gefunden. Und lass mir dir eins sagen, das Auffinden von diesem Körper ist so merkwürdig, aber auch gruselig. Er wurde mitten in diesem Suchgebiet, was nun schon dreimal durchsucht wurde, in einem Teich gefunden. Sein Körper wurde außerdem aufrecht stehend in diesem See gefunden. Er stand aufrecht in dem Wasser. Das ist so gruselig. Seine Schultern und sein Kopf guckten aus dem Wasser heraus. Wie ist das möglich? Er war vollständig bekleidet, er hatte auch noch sein Portemonnaie mit allem drum und dran bei sich. Also wussten sie, es war kein Raubüberfall. Also sagten sie, dass er nur ertrunken sei. Er stand da und ist ertrunken. Wie kann da sein Körper so aufrecht stehen? Es wurde eine Autopsie gemacht, man fand weder innerliche noch äußerliche Verletzungen. Er hatte einen Alkoholwert von 0,12 Promille. Und sie sagten, ja, dann ist er wohl unter Alkoholeinfluss schwimmen gegangen und ertrunken. Mit all seinen Klamotten und seinem Portemonnaie. Und so wurde der Fall offiziell geschlossen. Aber weil der Fall so merkwürdig war, ließen sich die Leute damit natürlich nicht abspeisen. Todds Familie engagierte einen eigenen Pathologen. Todd wurde ja mittlerweile 21 Tage vermisst, also 3 Wochen. Aber der Todeszeitpunkt ließ sich auf 2 bis maximal 5 Tage einschränken. Außerdem hatte er kein Wasser in seinen Lungen und es gab Anzeichen dafür, dass sein Körper nach dem Tod in dem Wasser platziert wurde. Normalerweise, nicht immer, aber normalerweise, fast immer, wenn jemand ertrinkt, findest du Wasser in der Lunge. Also sagten sie, hey, hierbei handelt es sich um einen Mordfall. Die Polizei aus Michigan sah das aber nicht so und so wurde der Fall nicht wieder eröffnet. Aber auch hier vermuteten einige, dass der Täter einer dieser Smiley-Face-Killer wäre. Der oder die Smiley-Face-Mörder sollen innerhalb der ganzen USA Morde an jungen männlichen Studenten oder jungen Männern begangen haben. Der Ablageort war immer ein Gewässer und eigentlich gab es immer diesen Smiley an diesem Ablageort. Aber auch hier bei Todd wurde kein Smiley-Face gefunden. Vielleicht war es einer dieser Smiley-Face-Mörder, vielleicht hat er nur die Signatur vergessen, vielleicht war es ein Nachahmungstäter, das wissen wir alle nicht. Wir wissen nur, dass Todd nicht so lange tot war, wie er verschwunden war. Dass er nur 2 bis maximal 5 Tage von diesen 21 verschwundenen Tagen tot war. Außerdem wurde er in einem Gebiet gefunden, was schon 3-mal durchsucht wurde. Und wir wissen, dass er nicht ertrunken ist. Aber die Polizei blieb dabei. Doch, er ist halt ertrunken. Sorry, aber es ist halt so. Wahrscheinlich wollte er schwimmen gehen mit seinen Klamotten, mit seinem Portemonnaie, mit allen Sachen, die er dabei hatte. Wie ist so passiert? Der letzte Vermisstenfall, den wir haben, ist von Henry McCabe. Henry stammte aus Minnesota. Zu seinem Verschwinden gab es eine höchst merkwürdige Sprachnachricht oder Mailbox-Nachricht auf dem Handy seiner Frau. Der 31-jährige Henry ging am 7. September 2015 in einen Nachtclub aus. Gegen 2.28 Uhr bekam seine Frau, Karen, die sich gerade in Kalifornien befand, um dort Leute zu besuchen, eine sehr beunruhigende Sprachnachricht von ihrem Mann Henry. Die Nachricht ging über 2 Minuten. Man versteht kaum ein Wort. Es sind super viele Geräusche zu hören. Aber auch Geschrei und Geknurre. Es war eine ganz gruselige, erschreckende Stimmung. Der pure Horror. Zum Ende hin gab es Stille. Und jemand, der sagte, stop it. Also, stopp es, hör auf damit. Es war aber nicht Henrys Stimme. Die letzte Person, die Henry sah, war sein Freund, mit dem er in diesen Nachtclub gegangen ist. Der Freund sagte, er hätte Henry an einer Tankstelle in der Nähe von seiner Wohnung abgesetzt und da hätte er Henry auch das letzte Mal gesehen. Die Polizei beschlagnahmte aber die Überwachungsbänder dieser Tankstelle und sie sahen niemanden, der Henry dort absetzte. Aber sie hatten auch keine Hinweise auf Henrys Freund, dass er ihm irgendwas angetan hätte. Die Polizei, aber auch Freiwillige, durchsuchten das Gebiet großräumig. Aber sie konnten weder Henry noch Hinweise auf Henry finden. Aber sie fanden den Ort, von dem aus Henry seinen letzten Anruf getätigt hatte. Der Anruf ging ja auf die Mailbox von seiner Frau. Allerdings war dieser Ort nicht mal ansatzweise in der Nähe, wo der Freund von Henry ihn angeblich abgesetzt hätte. Sie pingten sein Handy an und es war meilenweit von dieser Tankstelle entfernt. Doch auch dort fanden sie keinen Schnipsel eines Beweises. Am 4. November 2015 wurde Henrys toter Körper treibend auf dem Rush Lake gefunden. Laut Autopsie ist Henry ertrunken. Man weiß jedoch nicht, wie er in diesen See kam.
Dieser Fall ist unaufgeklärt und noch immer offen. Das Auffinden von Henrys Körper und auch die Todesursache passt so gar nicht mit dem zusammen, was man auf dieser Mailbox-Nachricht von ihm hört. Es klang da nämlich nach Folter. Ein Zitat über diese Mailbox-Nachricht war: Das Knurren verwandelte sich in ein hohes Stöhnen. So, als würde jemand vor Schmerzen stöhnen. Aber auch an Henrys Körper fand man keine Spuren von Gewalt oder Verletzung. Es sah nicht so aus, als hätte man Henry wehgetan. Also was hatte es mit dieser Mailbox-Nachricht auf sich? Und wer hat gesagt, stop it? Nicht vieles in diesem Fall scheint irgendwie eindeutig zu sein. Und auch die Ermittler kamen zu keinem richtigen Entschluss, was man auf dieser Sprachnachricht hört, worum es darin ging oder was Henry generell zugestoßen ist. Dieser Fall zählt nur nicht zu den Morden von dem Smiley-Face-Killern, da Henry bereits 31 Jahre alt war und nicht studierte. Ja, das waren heute ein paar ungewöhnliche, mysteriöse Vermisstenfälle. Ein paar Opfer wurden wenigstens gefunden, aber man weiß bei allen nicht, was genau mit ihnen passiert ist und wer dafür verantwortlich ist. Fast alle haben komische Anrufe oder Nachrichten hinterlassen. Ich hoffe, dass sie irgendwann alle aufgeklärt werden, damit auch die Familien und Freunde damit abschließen können. Und natürlich, damit jemand zur Rechenschaft gezogen werden kann. Lass mich gerne wissen, was du von diesen Fällen hältst. Hast du vielleicht eine eigene Theorie zu den einzelnen Fällen? Larry, gab es Larry oder hat sich da einer einen widerlichen Scherz erlaubt? Zu diesen Smiley-Face-Mördern wird es auf jeden Fall noch ein separates Video geben. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr drum herum. Ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Passt gut auf dich auf, triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Donnerstag wünsche ich dir was.